Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Mit Wasserfällen und so. Let's go. Ich kann es gar nicht erwarten. Wow, schick. Das gefällt mir jetzt schon hier im Hintergrund. Klasse. Farbenfroh. Sehr, sehr farbenfroh, dieses Spiel. Huch. Was war das? Ach, diese Viecher sind das. Oh, die kenne ich aus Ark. Aber habe ich bis jetzt nur Einzelne getroffen. Die rufen dann ihre Freunde und dann würden die einen auch so attackieren, so im ganzen Team. Huch. Boah. Ehrlich gesagt ist das hier richtig schwer zu sehen, alles. Hi. Oh Mann. Das war ein neuer. Das war der Manuel. Oh, komm schon. Boah, das macht Spaß. Hui. Oh oh. Oh, shoot. Gut, dass wir hier nicht sterben können. Habt ihr das gesehen? Ich habe das gesehen hier. Wenn das mal nicht rauskommt. Oh mein Gott. Ah, hi. Boah. Dieses Spiel, ey. Gut für Herzattacken und Handkrämpfe und Ekelattacken, ey. Herzlichen Dank auch. Ah, jetzt läuft meine Nase auch noch. Ich mich so erschrocken habe. Oh, was zur Hölle ist denn das bitte wieder? Was geht denn hier? Was? Okay, Moment. Weiter geht's. Eventuell werde ich dieses Level hier nicht schaffen. Also ich gebe jetzt mein Bestes. Und da es ja auch das erste ist aus der Dschungelreihe, müsste es schaffbar sein für heute Abend. Ansonsten hätte ich nämlich aufgegeben für heute, aber ich bin noch voller Hoffnung und Motivation und Doofheit. Ne? Toll. Also so wie immer. Ne, diesmal nicht. Was ist da? Ach, der spuckt, der Typ. Ich habe übrigens aus Versehen mal auf die, ja, wie heißt das? Nicht die Shop-Seite in Steam geguckt hier, sondern die Seite, ja, Forum und alles sowas. Da waren Screenshots gepostet und sowas. Halt! So wird man die los. So, und dann habe ich gesehen, dass der. Wir haben ja auch so einen kleinen zur Auswahl irgendwann mal. Wie dieser Spucker-Typ. Wie der da oben. Und der kann, glaube ich, auch spucken, wenn ich das richtig gesehen habe. Yes, wir haben Leben bekommen. Komm mal da hoch. Sehr schön. Du sollst nicht spucken. Bist doch nicht mein Opa. So, oh, Checkpoint. Und ein großes Ei und yes, wir haben es. Fast verpasst, aber ich glaube, wir kommen so dran. So, wenn wir das, diese Runde jetzt durch haben, wir haben echt schon das erste Ei verpasst. Naja. Aber wir haben jetzt. Ist denn jetzt mal. Sag mal! Gibt's doch nicht. Oh nein! Nein! Was ist denn los hier? Oh Gott. Springen, ne? Wäre angebracht. Toll, danke schön. Herzlichen Dank. Naja, kann ich die Eier wenigstens noch sammeln hier? So. Hat so ein bisschen von Sonic was, dieses Level. Ah, hier sinken wir. Nein, danke. Keine Zeit mit so kleinen Babys zu spielen wie euch. So. Ich wäre jetzt so im Wasser weitergelaufen, aber. Ich hätte nämlich erst gedacht, dass es eigentlich nicht so tief ist, aber dann habe ich die grünen Blätter gesehen und dachte, okay, musst du wahrscheinlich drauf springen. Manne!
Das reicht doch jetzt. Lass mich doch mal ausreden hier. Oh, ich krieg echt hier. Das ist schlimm, dieses Level. Es sollte verboten sein, dass Spiele mit jedem Level schwerer werden dürfen. Das sollte es nicht geben. Das ist illegal, sowas. Und uncool. Ich habe ein Leben bekommen. Hey! Oh, ich habe ein Haar im Auge. Okay. Hoch oder runter? Oh mein Gott. Oh, ja, natürlich. Das sieht mir aus wie König der Löwen. Sie haben mich erwischt. Und natürlich springt man ein. Oh mein Gott. Wie verplempert man 8000 Leben in 2 Minuten? Aber es war schon lustig gerade. Nein, lass mich los! Nein, diesmal nicht. Krieg ich echt hier. Boah, Chaos-Level. Mann. So. Ich kann das nur, wenn ich das entspannt spiele und keine Probleme da sind, aber wenn sowas passiert, dann ist nicht cool eigentlich. Oh Gott, das ist echt wie König der Löwen. Ah, das kommt übrigens noch. Das habe ich vielleicht ein bisschen gespoilert. Nein, aber werden ja wohl ein paar Leute kennen. Wenn nicht, werdet ihr es noch sehen. Und ich glaube sogar König der Löwen kommt die Folge wahrscheinlich noch vor dieser hier raus. Von daher, hey, alles im grünen Bereich. Es ist nur ein Durcheinander mit meinen Aufnahmen. Wundert euch nicht. Hops, hops. Aber das hier ist definitiv einfacher als König der Löwen. Das kann ich euch schon mal sagen. Checkpoint! Da muss man nicht mal so drauf laufen, da braucht man einfach nur in egal welcher Höhe drauf drüber laufen. Na, ich höre doch schon wieder so einen Verrückten. Ich weiß nicht mal, wie ich die nennen soll, was das für Leute sind. Das ist so unnormal. Toll, schönen Dank auch. Spiel. Boah, das habe ich auch so gebraucht gerade noch. Weißt du, freut man sich, dass man das in einem Spiel hinter sich hat. Kommt das im nächsten auch schon wieder. Bums. In your Eggies. Iggies, Eggies. Nein! Oh Gott. Oh! Ich habe schon gar nicht mehr im Blick hier, was ich alles an Leben und Eiern habe. Leute, ich sag's euch, diese Spiele machen mich fertig, aber irgendwie mag ich sie trotzdem. Flups! Atschü! Atschü! Oh. Riskanter Sprung, mein Freund. Boah, das macht so Spaß gerade. Das könnte ich echt den ganzen Tag lang machen. Checkpoint! So. Wird Zeit, dass das Level langsam zum Ende kommt. Ups. Weil ich genug Leben verplempert habe. Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ah, okay. Auf die kann man also auch drauf springen einfach. Wenn man Glück hat. Ist das Viech gut oder nicht? Das beantwortet meine Frage. Vielen Dank. Oh Manu, das hat er sonst nicht gemacht. Oh, natürlich. Ist ja eklig, wie der hier rumspuckt. Guck mal, sein Fusi. Dann, 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 dann. Oh. Ne? Diesmal nicht. Oh, Schimmel an der Wand.
Boah, hat mich mal nicht erwischt. Na toll. Herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag. Was ist das? Wieso fliegt denn der weg? Ich dachte, ich brauche den. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich sitze hier 10 Minuten dran und es ist mein letztes Leben. Bitte. Lass mich dieses verfluchte Level abschließen. Oh. Okay, ich gebe mir Mühe. Iggy, gibst du dir auch Mühe jetzt? Also noch nicht beim ersten Mal? Oh, doch. Okay. Wahrscheinlich bringt uns das Viech zu einem dicken Ei. Bitte. Ich würde schon sagen, Ladenschluss. Levelende. Ah! Oh, natürlich! Natürlich! Ich bin auf den falschen Knopf gekommen und ich könnte diese Steuerung einfach aus dem Fenster werfen. Nein! Ich habe nur aus Reflex und Wut gedrückt, aber ich will nicht nochmal spielen. Na gut, was soll's. Sollen wir laufen? Speedrun? Was meint er? Wie viel Leben verlieren wir beim Speedrun? Ob wir wohl eins sammeln? Ich höre komische Geräusche auf meinen Ohren gerade. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel kommt oder... Okay, der Hund bellt. Das war wahrscheinlich die Klingel. Na, stop. Jetzt. Oh Gott, nein. Diesmal nicht. Folgen die mir noch, die Kleinen? Nee, ne? Ich krieg auch echt die Krise. Kann man das nicht irgendwie... Kann man dem ausweichen, dem Spuckezeug? Der Sabber? So, ich habe ein großes Ei. Immerhin haben wir das wieder. Fortschritte. Nicht wirklich, aber... Ah, hey, das haben wir eben auch gemacht. Genau das gleiche. Oh, hi. Halt! Ich habe gerade gesehen, ich habe nur noch ein Fleischi. Okay. Mehr Konzentration. Weniger Zeug reden. Vielleicht. Hey, wir haben gleich ein Leben. Moment. Ein bisschen sammeln muss ich doch. Aha. Nein. Hör auf damit. So. Ein Leben. Zack. Dich habe ich gesehen. Wo bin ich denn eben eigentlich die ganze Zeit gestorben? Dass ich so viele Leben verloren habe. Ich warte mal extra, dass sie hier ihr Gesicht da zum Boden hin neigen. Dass ich da richtig in die Nase beißen kann. Ein Gesichtszinken, ey. So, das haben die verdient. Nein! Ich dachte schon, das blockt mich jetzt ab, das Ding. So gern, wie mich das Spiel hier hat. Aber manchmal glaubt man doch echt, das Spiel, was man gerade spielt, das Spiel sucht seine Spieler aus, oder? Und dann willst du ihn ein bisschen ärgern. Ein bisschen trollen. Hüsse! Won't you take me to funk it down? I'm international, baby. 1, 2, 3, let's go! Ging's nicht. Okay, es ging links rum. Ich dachte, es ging schon rechts rum, aber das war noch... Das war hier. Goodbye! Okay. Wo bin ich hier? Oh, okay, ja, kein Problem. Mach weiter so. Opa, opa. Ach so, okay, ich weiß jetzt, wo wir sind. Hier. Der sieht so bescheuert aus. Was für eine fröhliche Musik für dieses Spiel. Da
Das ist doch zu brutal für diese Musik. Ich möchte bitte nicht mehr sterben. Ich bin doch so süß und klein. Ja, geil, wir haben es geschafft. Okay, ja, so spiele ich, wenn ich konzentriert spiele. Flups. Eben hatte ich ja noch die Ausrede, dass es beim ersten Mal so lange gedauert hat. Na, falsche Taste. Ich komme immer auf die L1-Taste, wisst ihr, wenn ich springe manchmal. Und das versaut mir den Sprung, weil man damit auch springt, aber dann drücke ich immer nur ganz kurz drauf und versuche dann auf die andere Sprungtaste zu drücken und das funktioniert nicht. Ah. Ich habe einfach behinderte Finger. Ich meine, es ist, ja. Meine linke Hand habe ich nicht wirklich unter Kontrolle. Ich weiß nicht. So, was ich sagen wollte, was ich eben irgendwann mal sagen wollte. So. Okay, Pause. Eben habe ich ja gesagt, mein Grund, warum ich so schlecht und langsam spiele, ist, dass ich mich einspiele, weil es das erste Spiel ist, was ich heute gespielt habe. So, auch gerade nach der Arbeit. Aber jetzt bin ich mittlerweile eingespielt und ich spiele immer noch schlecht. Ja, Happy Birthday! Good morning! Und tschüss. Oh, so, hier waren wir eben. Hier haben wir auch die ganzen Leben verloren eben, ne? Ha! Diesmal nicht. Auch voll eklig, das Ding eigentlich, ne? Diesen Riesenaugen. Oh Mann, wieso achte ich da nie drauf? So, nimm deine Finger von der L-Taste. Ha, da. Wir haben Leben. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Es müsste gleich zu Ende sein eigentlich. Ne? Halt! Warte auf mich. Oh nein. Kann jemand dieses Spiel für mich umbringen? Hey, hier waren wir ja noch nie. Wuhu. Ach ja. Hey, wir haben das Ei bekommen, das letzte. Wenn es mal große wären. Oh Gott. Ja. Nimm deine linke Hand von der Taste. Weiß, ich glaube, die kann man nicht platt. Obwohl jetzt, wenn sie stehen bleiben, von hinten wahrscheinlich, ne? Aber habe ich auch mal. Ne, danke. Oh, ey, der hätte mich jetzt nochmal runtergewämst, dann wäre es das auch gewesen, ne? Diese Dinger sind so tricky. Das denkt man nicht, aber. Die sind echt kacke. Jetzt folgen die mir echt das ganze Level durch. Nee, danke. Ich könnte mich nicht beschweren, wenn ich jetzt noch so ein dickes Ei finden würde. Hm. Mama! Ich habe sie gehört! Oh mein Gott, endlich. Nice. Puh. So, 8 Minuten. War doch nicht so schwer, oder? Jetzt brauche ich eine Pause. Jetzt gönne ich mir meinen Feierabend. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Dann will ich hier den Dschungel erkunden. Bis dahin.